5, 4, 3, 2, 1, 0, Ignition. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Ja, das letzte Mal sind wir gerade noch rechtzeitig hier an diese Stelle gekommen, denn hier kann man noch rein, aber in die Höhle, wenn man reingeht, hat man eine verschlossene Tür und man hört schon einen Feenbrunnen. Ja, wie kommt man da jetzt rein? Ganz easy. Da ist der Eingang. Yay, Feenbrunnen. Hallo, heile mich, auch wenn ich es nicht nötig habe. Dick. So, dann haben wir den auch gesehen. Ja, ich habe eigentlich überhaupt nichts geplant jetzt für diesen Part. Mal schauen, vielleicht fallen mir auf die Schnelle noch irgendwelche Geheimnisse ein. Da hinten waren wir ja schon. Hier unten weiß ich nicht, ob es noch irgendwo was gibt. Da haben wir auch so ziemlich alles Mögliche. Irgendwie fällt jetzt auf die Schnelle nichts mehr ein. Außer im Wald, da gibt es dann noch was, aber das müssen wir eh hin, nachdem wir das Amulett hier haben. Also würde ich jetzt mal in Richtung drittes Amulett gehen. Und ja, machen wir da halt mal weiter. Aha. Aha. Ich kann treffen, du nicht. So. Und stirb. Stirb. Ja, da kommen wir auch noch nicht hin. Da brauchen wir erst die stärkeren Handschuhe. Ja. Gut, mir fällt dann echt nichts mehr ein, so auf die Schnelle. Vielleicht rennen wir ja noch irgendein kleines Geheimnis über den Weg. Aber jetzt im Moment ist gerade. Ah, lass mich in Ruhe. Waren wir hier schon? Ha, ah, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich hin. Hier oben waren wir noch nicht bei den Sägefuzis. Da gibt es nämlich auch, glaube ich, ja, da gibt es noch eine Höhle. Und schauen wir mal schnell in die Höhle rein. Was auch, da war eine Bombe. Was es da drin gibt, aber da gibt es auch nur, ja genau, da kommen wir auch noch nicht rein. Können wir da schon rein? Weiß ich gerade nicht. Ich glaube nicht. Nee, weil die sägen da ja noch. Normal kann man das dann umrennen und dann gibt es hier einen Eingang bei dem Baum. Ja, in ihrem Haus ist, glaube ich, ein Herz, dann sind wir voll. Hoffe ich zumindest, dass jetzt, ja. Das sind Krüge, also sind wir schon mal wieder voll aufgeladen. Ja, keine Ahnung, dann gehen wir doch mal einfach weiter. Und zwar in diese Höhle hier. Oder? Ja. Eine andere gibt es ja jetzt nicht, genau. Da springen wir runter, wir haben dann wieder unsere Taschenlampe. Jetzt müssen wir hier jemanden finden. Oh, knapp. Da ist er doch. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist, bitte ich dich begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Hallo. Der rennt mir jetzt hinterher, bis wir aus dem Berg hier rausgekommen sind. Vorsicht, das sind tiefe Löcher in dem Boden. Laufe lieber rechts entlang. Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt direkt vor uns, aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht schon spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Okay. Nö. Ah. So, dann gucken wir mal. Rechts hat er gesagt. Geh hier lieber nach rechts. Weißt du, ich habe eine Enkelin in deinem Alter. Der König ließ sie auf seinen Burg verschleppen und sie kehrte nie zurück. Sicher steckt der Zauberer dahinter. Es ist ein Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Aghanim versucht durch die Entführung der Mädchen die Nachfahren der sieben weißen
Sinn, sich ihre besonderen Kräfte zunutze zu machen. Ja, Halleluja. Lasst mich in Ruhe. Patata. Ja, genau. So, wir sind auch schon draußen. War ja ziemlich ein. Oh, die Viecher nerven. Und. Lasst mich. Oh. Und da fliegen überall Felsbrocken rum. Die vermissten Mädchen sind bestimmt noch am Leben. Ich glaube fest daran, dass eines Tages ein Held erscheint, der sie befreien wird. Entschuldige, dass ich so viel rede, aber vielen Dank, dass du mir so freundlich zuhörst. Noch etwas, falls du in einen magischen Teleporter gerätst, dann schau in diesen Spiegel. Ka-ka-ka-ka. Du hast den Zauberspiegel. Er ist klar, blau und schön. Aber was ist das? Fühlst du, wie etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Nein, tue ich nicht. Noch nicht. So, der fällt uns jetzt immer wieder mit Herzchen auf, wenn wir da sind und mit dem reden. Hier hinten haben wir noch ein bisschen was. Geld! Und hier haben wir noch... Au. Ein paar Fledermäuschen. Aha. So. Dann gucken wir mal da rein. Da ist wieder dunkel. Ja, da haben wir Geld. Da nur einen. Da haben wir wieder einen. Und da haben wir wieder einen. Und da ist ein Ausgang. Da haben wir 5. Immerhin. Es wird mehr. Ja, da kommen wir her. Gut, dann. Fum. Dann können wir ja mal da rausgehen. Und. Ja, ich glaube, ich bin richtig. Bin ich richtig? Ich habe keine Ahnung. Ja. Gehen wir einfach mal hier. Nach oben, nach oben, nach oben. Denn wir müssen jetzt. Nee, ich bin falsch. Ja, da. Nee, ich bin sogar richtig. Haha, denn hier ist so ein Teleporter. Mit dem kommen wir jetzt in die Schattenwelt. Und wir sind ein Häschen. Oh, wie süß. Wir können aber nichts machen. Wir können uns nur eben mit Hilfe. Oh, das ist eine Henne. Mit Hilfe dieses Spiegels hier zurück teleportieren und wir haben ein Herzteil. Dafür bekommen wir einen neuen Herzcontainer. Und ja, wir müssen jetzt nur gucken, dass wir zum Tempel kommen. Der liegt nämlich da dahinter irgendwo. Ich muss gerade selber überlegen, ich weiß gerade gar nicht, wie wir da hinkommen tut. Au. Konnte man nicht einfach da runterspringen? Ach, redet doch nicht so viel. Ich wollte gar nicht mit dir reden. Ich glaube, man muss hier einfach runterspringen. Ich habe jetzt nicht so aufgepasst. Ja, muss man. Dann springen wir hier mal runter und begeben uns in den dritten Tempel. Yay. Ich mag den nicht. Ah, besonders weil ich jetzt nicht mehr weiß, wo man wie wann wohin muss. Ja, erstmal wieder Bumerang, denn mit Bumerang kann man hier ganz schön vieles anstellen und so. Ja, hier haben wir zack und zack und zack. Hihihi. Somit haben wir schon mal einen Schlüssel. Und genau. Ich glaube, wir müssen da jetzt hoch. Bin mir nicht sicher. Nein. Müssen wir nicht. Oder müssen wir? Egal. Ich laufe jetzt einfach mal hier oben lang und guck einfach, was da ist. Ah, diese Viecher nerven. So. Stirb! Okay, hat nicht gereicht. Stirb! So. Okay, hier hatten wir schon das Ding in sie, also müssen wir hier noch gar nicht hin. Das
Türchen mit dem großen Schloss. Ah ne, passt schon, ist schon richtig eingestellt. Genau. Oh. So, ja, da ist noch eine Kiste. Weg da jetzt. So, hier haben wir die Karte. Und hey, zu viel Feuer. Nun gehen wir mit dem Schlüssel, den wir bekommen haben, hier runter. Och ne, das ist ja der Scheiß. Och ne, da müssen wir jetzt. Ich hasse das, ich hasse das. Warum tue ich eigentlich... Au. Au. Was muss ich hier nochmal machen? Ich habe keine Ahnung. Ich sterbe gleich. Ist der Plus da ist? Nein. Ach, ich musste ja Ewigkeiten wegrennen. Ah, so war das. Ja. Ach, komm schon. Ich hasse das. Kommt schon, kommt schon. Wie ich es hasse. Mann. So. Jetzt geht's aber weiter. Denn jetzt kenne ich mich wieder ein bisschen aus. So. Außerdem haben wir nicht so eine doofe Passage, aber ich glaube, das kommt nochmal irgendwann. Hier in dem Tempel soll es gerade auswerfen. Stirb endlich! Bombe! Ja, ich glaube, wir nehmen mal unsere Laterne und machen Sing, 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 Tü-tü-tü. Großer Schlüssel! Ja, wir haben den großen Schlüssel. Wir wissen, wo eine Tür ist, die wir damit öffnen können. Aber leider ist der Dungeon hier, der Tempel, noch nicht vorbei damit. Das wäre ja auch irgendwie... Hey, lass mich. Ja, irgendwie... Schön, ja, genau. Sollte das hier wieder... Jetzt, weg da jetzt. Sollte das hier wieder umstellen. Ui, verbuggt. Huhu. Da, ich helfe dir raus. Ich bin mal so nett. So. Genau, dann gehen wir wieder hoch und laufen durch die Türe hin. Boah, jetzt habe ich wieder vergessen umzuschalten, aber kommen wir hier irgendwie... Ne, reicht nicht. Verdammt! Gehen wir halt nochmal runter, stellt um und dann geht... Ach ne, jetzt ist es wieder reaktiv... Ach ne. Schnell. Flop! Lass mich. Ja, ich hab's überlebt. Weg. Oh, Geld. So, dann probieren wir es nochmal und gehen nach oben. Und jetzt können wir nämlich da. Nee, nicht runterfallen. Da dann durch die Türe durch und ja. Lasst mich in Ruhe. So, jetzt gehen wir durch. Und gucken, was da ist, denn da ist noch mehr Raum mit noch mehr Tentakulus. Und ja, ich laufe da jetzt einfach mal gekonnt vorbei. Einfach weil ich es kann. Dann gehen wir noch weiter nach oben. Und haben hier noch einen weiteren Raum. Wieder mit so Krabbeldingsies. Manche können vielleicht sogar schon erraten, was der nächste Boss sein wird. Ist auf jeden Fall nicht schwer zu erraten. Kompass! Genau. Wir mussten jetzt irgendwie noch was anderes machen. Ich überlege aber gerade, was ich... Oh Mann! Was genau das war? Okay, von oben irgendwie runterspringen ist mir jetzt mein Gedanke nur. Wo und wie habe ich keinen Plan mehr. So, stirb. Ja, der ist hier durchgefallen. Okay, das war auf jeden Fall witzig. Okay, hier haben wir auf jeden Fall eine Wand zum Sprengen. Dann sprengen wir doch gleich mal. Einfach, weil wir es können. Okay, die Wand ist nicht sprengbar. Außer ich habe es jetzt scheiße platziert, ich weiß es nicht. Aber ich springe jetzt erstmal hier runter. Denn hier klappt das auf jeden Fall nicht. Also ein Stückchen weiter oben und ein Stückchen weiter rechts. Komme ich da durch? Ja.
Und dann kommen wir hier dahin, wo wir hin wollen. Aber ich glaube, wir müssen das erst genau aktivieren. Jetzt. Da müssen wir runterspringen. Und genau, dann sind wir hier und haben diese Mondperle bekommen. Mit der Mondperle können wir was Schönes anstellen. Dann später und so. Wenn wir den Dungeon geschafft haben. Und ich sehe gerade die Zeit schon wieder um. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Das ist heftig. Ich sammle noch schnell das Geld hier ein. Und dann sage ich schon mal viel Spaß beim Gucken. Bis dann. Ciao, ciao.